Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 77, Aktuelle Stunde, Fraktion Die Linke, Solidarität mit den Beschäftigten am Uniklinikum Frankfurt. Die Drucksache 20-8809, gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 59, Antrag der Fraktion Die Linke, mehr Personal an der Uniklinik Frankfurt einstellen. Das ist die Drucksache 20-8770. Beginnt der Kollege Gerntke, Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das öffentliche Gesundheitssystem ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Und Menschen mit niedrigen Einkommen, aber auch Menschen mit ganz normalen, durchschnittlichen Einkommen sind auf die Leistungen des öffentlichen Gesundheitssystems angewiesen. Und der übergroße Teil der Bevölkerung, der kann es sich nicht leisten, auf private Gesundheitsdienstleistungen zurückzugreifen. Und umso wichtiger ist es, dass das öffentliche Gesundheitssystem eine umfassende Versorgung garantiert der gesamten Bevölkerung und Maßstab sollte sein, was erforderlich ist und den Menschen wirklich zügig zukommt. Und die Realität, die ist leider heute schon eine andere. Wesentliche Versorgungsleistungen können eben nicht über das öffentliche Gesundheitssystem allein erlangt werden, beispielsweise Brillen- und Zahnersatz. Aber auch, wenn man sich anschaut, wenn man als Kassenpatient oder Kassenpatientin einen Facharzttermin bekommen will, dann kann schon sein, dass das Problem sich dadurch gelöst hat, dass der Betroffene vorher schon verstorben ist. Doch damit nicht genug. Auch die Versorgung am Menschen in den Krankenhäusern leidet und wird immer unzureichender. Und der Grund ist, dass die gesamte Krankenversorgung und der Pflegebereich immer stärker in ein Korsett der Profitorientierung eingezwängt wird. Es kommt nicht mehr darauf an, dass Menschen optimal versorgt werden, sondern es geht um Effizienz. Das heißt, mit möglichst wenig Personalaufwand sollen einigermaßen vertretbare Ergebnisse erzeugt werden. Die Aktionärsrendite und nicht die Versorgung der Patientinnen und Patienten steht im Mittelpunkt. Und gleichzeitig stehen ja die Krankenhäuser in Konkurrenz zueinander. Und damit findet das Profitprinzip auch Einzug in die öffentlich betriebenen Krankenhäuser. Und die Wie bitte? Ist das UKF eine Aktiengesellschaft? Nein. Meine Damen und Herren, ich empfehle sich dann draußen irgendwann einmal auszutauschen, die Mittagszeit, wenn es wärmer wird, und jetzt dem Kollegen Gerntke das Wort überlassen. Ja. Also, ich sagte gerade, Konkurrenzprinzip gilt generell und trifft deswegen auch die öffentlich betriebenen Krankenhäuser. Patientinnen und Patienten bleiben auf der Strecke, und das Personal bleibt auch auf der Strecke. Und immer weniger Pflegerinnen und Pfleger müssen immer mehr Patientinnen und Patienten versorgen. Und die Folge ist, dass die Patientinnen und Patienten nicht gesund werden, sondern dass die Pflegerinnen und Pfleger krank werden. Mal am Beispiel Intensivpflege. Bundesweit fehlen auf Berechnungsbasis der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, ein schönes Wort, rund 21.000 Pflegekräfte. Und nach Berechnung der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind es rund 50.000. Und das sind alles Zahlen aus dem Jahr 2020. Und zwischenzeitlich hat es viele Kündigungen gegeben, weil die Betroffenen die Arbeitsbedingungen einfach nicht mehr aushalten. Und die vielen Berichte von Pflegerinnen und Pflegern aus der Frankfurter Uniklinik erwecken den Eindruck, dass es dort nicht grundlegend besser aussieht. Und man kennt viele Menschen, die auch da schon gekündigt haben, oder viele, die im Moment da noch arbeiten, aber sich mit dem Gedanken tragen, zu kündigen. Und, sehr geehrte Damen und Herren, so kann es nicht bleiben. Wir müssen diese Zustände ändern. Und ich stehe hier heute an diesem Pult natürlich immer für die Linksfraktion, aber ich stehe nicht nur für die Linksfraktion, sondern ich stehe auch für ein Bündnis, was sich in Frankfurt gebildet hat, von über 40 Organisationen, das Frankfurter Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Und das ist ein Bündnis aus verschiedenen Spektren mit einer großen politischen Breite. Da sind Mitglieder der CDU drin, der SPD, der Linken. Und die engagieren sich gemeinsam mit
Initiativen und Vereine für mehr Personal im Krankenhaus. Und dieses Bündnis unterstützt Verdi und die vielen Beschäftigten der Uniklinik. Und ich meine, ein erster Schritt wäre der Abschluss eines Tarifvertrages. Verdi hat eine entsprechende Forderung, nämlich mehr Personal im Krankenhaus, an der Frankfurter Uniklinik erhoben und hat das auch in einem Forderungskatalog für die einzelnen Stationen konkretisiert. Und diese Forderungen sind eben nicht nur im Interesse der Beschäftigten, die sich zu Recht für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Diese Forderungen sind zugleich im Interesse aller Menschen, die im Rhein-Main-Gebiet leben, denn potenziell sind wir alle Patientinnen und Patienten. So, diese Forderungen richten sich aber auch unmittelbar an die Landespolitik, denn die Uniklinik ist in Landeshand. Und so steht die Hessische Landesregierung in der Verantwortung für humane und vernünftige Arbeitsbedingungen. Und darum fordern wir auch in unserem Antrag die Landesregierung auf, stellen Sie sicher, dass ein entsprechender Tarifvertrag, der die Forderungen von Verdi erfüllt, abgeschlossen wird, und stellen Sie auch die entsprechenden finanziellen Mittel dafür bereit. Und wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder, wie immer, wenn die FDP... Kollege Ganke, jetzt kommt von mir die Redezeit, ne, sei so lieb. Ne, wie immer, bitte die Redezeit jetzt zu beenden langsam. Naja, hier gab es ja erst noch... Nicht na ja, mit dem Präsidenten wird nicht diskutiert, sondern ihm wird entweder gehuldigt oder es wird so gemacht, wie es ist. Also ich darf Sie bitten, langsam zum Schluss zu kommen. Okay. Also hiermit huldige ich noch einmal offiziell den Präsidenten und bitte aber gleichwohl die Landesregierung, diesen Tarifvertrag abzuschließen. Und das ist auch kein Verstoß gegen Tarifautonomie oder Ähnliches. Die Landesregierung ist Tarifvertragspartei. Und es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass die Landesregierung hier im Interesse der Menschen handelt. Kollege Ganke, ich muss Sie noch einmal ganz herzlich bitten, zum Schluss zu kommen. Herzlichen Dank. Gut. Geht doch. Gut. Dann hat jetzt als Nächster der Kollege Dr. Ralf Norbert Bartelt das Wort. Ralf Norbert, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hatte eigentlich gedacht, Sie wollten ein konkretes Problem, Personalmangel, Intensivstation, Universitätskliniken Frankfurt ansprechen, und wir wollten über Lösungen diskutieren. Stattdessen mussten wir uns hier jetzt ideologische Phrasen anhören. Ich versuche mal zur Sache zurückzukommen. Meine Damen und Herren, Überstunden auf den Intensivstationen der Universitätsklinik Frankfurt müssen uns beschäftigen. Wir müssen nach Wegen suchen, Abhilfe zu schaffen. Insofern ist eine sachliche Debatte richtig und wichtig. Die Beschäftigten der Stationen B3, C1 wandten sich in einem Schreiben vom Mai 2021 an den Vorstand der Universitätskliniken. Häufung von Überstunden führen zur Gefahr von Qualitätseinbußen der Versorgung. Sie führen zur Unzufriedenheit der Beschäftigten bis hin zur Aufgabe der beruflichen Tätigkeit. Sie führen zur Sperrung von Intensivbetten, zeitweilig wegen Personalmangel. Die medizinische Versorgung wird eingeschränkt. In der Zeit der Corona-Krise verschärften sich diese Folgen noch. Das Personal ist wegen Arbeitsverdichtung oft überlastet. Die Personalmindestverordnung musste vorübergehend ausgesetzt werden. Personal erkrankte selbst an Corona. Staatsministerin Dorn hat nach Eingang dieser Meldung unverzüglich und umfassend reagiert, und dafür gebührt ihr der Dank. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich auf seiner damals nächsten Sitzung mit diesem Thema. Die Ministerin hat die Station besucht und mit den Beschäftigten gesprochen. Als Sofortmaßnahmen wurden arbeitsorganisatorische Maßnahmen ergriffen.
Insbesondere wurden Pflegekräfte zu Intensivpflegern weitergebildet und Pflegekräfte aus anderen Stationen auf Intensivstationen versetzt, um die Intensivpfleger zu unterstützen. Das Hauptproblem allerdings liegt darin, dass freie Stellen nicht mit Fachpflegekräften besetzt werden können. Um diesen Mangel an Pflegekräften zu beheben, wurden und werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die aber zugegebenermaßen nur mittel- bis langfristig wirken können. Das Berufsbild Pflege wird durch die gemeinsame Ausbildung der Kranken- und Altenpflege attraktiver. Durch Schaffung der Pflege-DRGs werden den Krankenhausträgern notwendige Lohnsteigerungen in der Pflege finanziert. Es sind in den letzten Jahren Einkommensverbesserungen zu verzeichnen, aber der enormen Arbeitsdichte und dem häufigen Schichtbetrieb wird dies immer noch nicht vollständig gerecht. Meine Damen und Herren, die Klinikträger entwickeln mehr und mehr Anwerbekonzepte für Pflegekräfte im Ausland. Und um einen Bezug zum letzten Tagesordnungspunkt herzustellen, das ist ein Beispiel, ohne Migration ist dieses Problem nicht zu lösen, meine Damen und Herren. Und das ist auch gar nichts Neues. Das ist auch gar nichts Neues. Es ist ziemlich genau 60 Jahre her, dass auf dem Frankfurter Flughafen die ersten koreanischen Pflegekräfte gelandet sind. Hierbei werden geeignete Bewerber ausgewählt und fachlich und sprachlich vorbereitet. Wichtig ist auch die Begleitung der Pflegekräfte, wenn sie denn in Deutschland sind, um die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, auch angehen zu können. Und zudem ist darauf zu achten, dass faire Vereinbarungen mit den Partnerorganisationen im Anlauf getroffen werden, damit nicht dort gesundheitspolitische und sozialpolitische Strukturen zerstört werden. Der Mangel an Pflegekräften ist eine große Herausforderung in allen Bereichen der medizinischen Versorgung. Er offenbart sich aber besonders im Bereich der Intensivmedizin. Anhäufung von Überstunden, zeitweilige Schließung von Betten sollen transparent sein und für die Klinikleitung Anlass geben, mit den Beschäftigten Lösungen zu finden. Und genau in diesem Sinne hat unsere Ministerin vorbildlich gehandelt. Wir wollen darüber hinaus unserer Verantwortung gerecht werden, indem wir als Land die Investitionszuschüsse für Einzelmaßnahmen an den Universitätskliniken und die pauschalen Investitionskostenzuschüsse für alle Kliniken bedarfsgerecht anpassen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Alfred Bartelt. Wort hat die Frau Abgeordnete Papst-Diebel, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Krankenhäuser werden dual finanziert. Die Betriebskosten, also Personal- und Sachkosten, tragen die Krankenkassen über das Fallpauschalensystem, mittlerweile über das sogenannte AGDRG-System seit der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten, also einer von der Fallpauschale unabhängigen Berechnung. Die Investitionskosten, notwendige Bauten und Erweiterungen sowie Modernisierungen von Geräten werden durch die Investitionsförderung der Bundesländer generiert. Der VDEK bringt es auf den Punkt, wenn er in seinem Magazin Ausgabe 2 diesen Jahres schreibt, eine Komplexität der Entgeltsysteme, die nur zur Erlösoptimierung und nicht zu mehr Verteilungsgerechtigkeit führt, sowie ein Pflegebudget, das wenig Nutzen bringt, aber zu einem hohen Aufwand führt, lassen sich nur dadurch erklären, dass die Kompensation mangelnder Investitionsförderung der Länder durch eine Betriebskostenüberfinanzierung durch die Beitragszahler politisch gewollt ist. Dass die Beitragszahler hier in die Bedrulle geraten, das kann man sich vorstellen. Weitere Beitragserhöhungen scheinen angesichts der derzeitigen Gesundheitspolitik unausweichlich. Dem genannten Zitat gegenüber stehen die Aussagen des Sozialministers aus dem Februar dieses Jahres.
In Hessen erfüllen wir diesen Förderanspruch der Krankenhäuser jedes Jahr. Und weiters erwähnt man unter soziales-hessen.de Anfang Februar die Hessische Krankenhausgesellschaft. Selbige habe in einer Pressemitteilung zur Krankenhausfinanzierung kürzlich ausdrücklich das Engagement der Landesregierung und des Ministeriums bei der Investitionsfinanzierung hervorgehoben. Allerdings war damit gemeint, dass Hessen im Ranking der Bundesländer im oberen Drittel liegt, was wohl angesichts der Situation des Personals kaum zu bejubeln ist. Der Klinikverbund Hessen fordert im März dann eine ausreichende Finanzierung von Investitionen, Pflegekosten usw. So Sie mahnen an, dass die Pflegepersonalkosten vorfinanziert werden müssen, Energiekosten und allgemeine Preiserhöhungen Probleme machen und Corona weiterhin die Krankenhäuser belastet. Die Aufzählung ganzer Problemketten zeigt bei allem Verständnis dafür, dass die Landesregierung einfach nicht direkt für mehr Personal sorgen kann, dass die Investitionen nicht ausreichend sind. Wir erinnern uns an die Debatten zum UKGM, das allerdings einen Sonderfall mit Privatisierung darstellt. Universitätskliniken werden ja auch noch für ihre Forschungs- und Lehraufträge Förderungen aus dem Bereich Hochschulmedizin zugewiesen. Dennoch haben auch Universitätskliniken Probleme, Personal zu werben, wir haben es gerade gehört, und zu halten. Meine Damen und Herren, die Missstände sind seit Jahren bekannt und werden von den Kollegen der Fraktion DIE LINKE immer wieder benannt. Dabei spielen offenbar auch die Kontakte zu Gewerkschaften eine große Rolle. Kurz und nicht gut, den Antworten auf den Dringlichen Berichtsantrag mit der Nummer 20/6658 vom 23. November letzten Jahres ist zu entnehmen, dass die Landesregierung Personalaufstockungen ausschließlich über Investitionspauschalen ermöglichen kann. Ein Schulungs- und Ausbildungszentrum mit Krankenpflegeschule wird unterstützt. Allerdings ändert das aktuell auch nichts an den Arbeitsbedingungen und dem Personalmangel. Diese Aktuelle Stunde wird aber ebenfalls nichts ändern, und die Diskussionen drehen sich im Kreis. Eine Pressemitteilung der HKG vom 7. Juli zeigt, dass mittlerweile ein, man könnte es, Schwarze-Peter-Spiel einsetzt, bei dem eben dieser schwarze Peter jeweils in eine Richtung geschoben wird. Hier war es einmal die Richtung Krankenkassen. Es bleibt allerdings dabei, die Investitionen in unsere Krankenhäuser müssen zwingend erhöht werden, damit eine sichere Versorgung von Patienten gewährleistet und die Arbeitsbedingungen für das Personal endlich verbessert werden. Viel Stoff für weitere Plenardebatten, also vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Babsippel. Nächste Rednerin ist die Abg. Deißle. FDP-Fraktion. Bitte sehr, Lisa. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! An allen Ecken und Enden wird deutlich, dass Hessens Gesundheitsversorgung, und nicht nur die hessische, sondern allgemein, jetzt den Tribut der vergangenen zwei Jahre zahlt. Das Personal und insbesondere im medizinisch-pflegerischen Bereich ächzt unter der Last von Überstunden, Unterbesetzungen, krankheitsbedingten Ausfällen und droht, erdrückt zu werden. Leider erleben wir gleichzeitig die Situation, dass immer mehr Menschen, teils nach wenigen Jahren, teils aber auch nach Jahrzehnten, ihrer Illusion beraubt, den Beruf verlassen und aussteigen. Und an dieser Stelle gebührt jeder und jedem, die diesen wichtigen Job ausüben, für uns Dank und Respekt. Und vor dem Hintergrund debattieren wir heute über die Situation des Personals an der Uniklinik Frankfurt. Aber warum eigentlich nur Frankfurt? Denn schaut man sich die Lage an Kliniken in Hessen an, dann gibt es nichts, überhaupt gar nichts, was das Uniklinikum Frankfurt von anderen Kliniken unterscheidet. Denn das größte kommunale Klinikum Hessens in Kassel, das größte kommunale Klinikum Hessens in Kassel hat über 80 Stellengesuche aktuell veröffentlicht. Dort arbeiten rund 4.500 Beschäftigte in allen Berufen. Die Uniklinik Frankfurt hat 7.400 Beschäftigte, und dort sind aktuell ebenfalls über 80 Stellen offen.
Das UKGM, über das Sie ja ganz besonders gerne reden, sucht ebenfalls 80 Stellen, also 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort die aktuell 9.600 Beschäftigten unterstützen. Und das ist angesichts der Tatsache, dass sich DIE LINKE daran gerne abarbeitet und zur Unterstützung der Beschäftigten des UKGM gestern schon wieder die Vergesellschaftung fordert, doch höchst interessant. Denn Sie picken sich immer wieder die Rosinen raus, die gerade in der öffentlichen Debatte stehen. Und Sie stellen Forderungen auf, die nicht mehr sind als Stückwerk. Sie skandalisieren, statt Gesamtkonzepte vorzulegen. Und Sie wollen die Tarifautonomie schwächen, statt die Tarifpartner zu stärken. Und Klinikbetreiber in ganz Hessen müssen dafür sorgen, dass Krankenhäuser ein attraktives Arbeitsumfeld darstellen. Und ihr Allheilmittel ist die Vergesellschaftung. Wir haben es doch gerade gesehen. Das kann doch nicht sein, dass doppelt so viele Beschäftigte die gleichen Stellen suchen. Das müssen Sie doch einmal erklären, wie das funktioniert. Und Ihr Allheilmittel ist doch die Vergesellschaftung. Und dafür, das ist doch ganz offensichtlich keine Lösung. Und dass ein Entlastungstarifvertrag alleine Entlastung schafft, das ist doch kein Automatismus. Das können Sie doch hier nicht darstellen. Das sehen wir doch in NRW. In NRW hat die schwarz-grüne Landesregierung die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen für einen Entlastungstarifvertrag und gleichzeitig stehen sich die Tarifpartner total unversöhnlich gegenüber. Entlastung ist nach wie vor dort weit entfernt. In Berlin sind ja nicht einmal die Linken-Gruppe, also Ihre Kollegen, zufrieden mit den Verhandlungsergebnissen. Und dort wird übrigens 3 Jahre Zeit eingeräumt, mehr Personal einzustellen. Es ist völlig unklar, wo das herkommen soll. Also da sehen Sie doch schon, dass das alleine nicht die Lösung ist. Und jetzt muss die AfD noch einmal ganz stark sein, denn wir müssen doch anerkennen, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass die Einwanderungspolitik jahrzehntelang wehrte sich die CDU vehement dagegen, Fachkräften die Einwanderung zu erleichtern. Und als es dann viel zu spät war, hat der ehemalige Bundesgesundheitsminister Spahn in Mexiko, in Kosovo und auf den Philippinen mit der Schamoffensive zugegeben, wenig schamvoll versucht, den Schaden der eigenen Verweigerung zu begrenzen. Und der tatsächliche Erfolg dieser Aktion der ist ja heute überschaubar. Und deshalb sind wir froh, dass die aktuelle Bundesregierung, und da hat der Kollege Hering ja eben gesagt, es gibt eine neue Ausgangssituation. Ja, das ist die Ampel ohne CDU. Und das ist die neue Ausgangssituation. Da sind wir froh, dass die Probleme konkret angenommen werden und dass es ein zeitgemäßes Einwanderungsgesetz geben wird, das nicht nur neuen Fachkräften die Zuwanderung erleichtert, sondern auch verhindert, dass ausgebildete Fachkräfte und insbesondere die aus der Pflege mit oftmals sicheren Jobperspektiven abgeschoben werden. Denn leider auch das passiert viel zu oft. Aber den Beschäftigten der Uniklinik Frankfurt hilft dies zumindest akut nicht. Aber auch bei einem Entlastungstarifvertrag ist, wie man sieht, eine zeitnahe Entlastung nicht unbedingt garantiert. Und gefragt sind hier jedoch, wie bereits erwähnt, die Tarifpartner und nicht die Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Deißler. Das Wort hat jetzt die Frau Abg. Dr. Daniela Sommer, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Daniela. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Personalmangel, Zeitdruck, Vernachlässigung der Patienten. Was Beschäftigte großer Kliniken aus ihrem Arbeitsleben berichten, das ist schwer zu ertragen, und das gilt auch für das Uniklinikum in Frankfurt. Der Personalnotstand in Kliniken ist schon lange bekannt. Seit Jahren arbeiten Beschäftigte im Ausnahmezustand, nicht erst seit der Pandemie. Und deswegen noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Pflegekräfte und ihre wertvolle Arbeit, dass so viele jetzt auf die Straße gehen, laut sind und für die Pflege kämpfen. Denn beim Klatschen darf es nicht bleiben. Es braucht endlich eine nachhaltige Entlastung und gute Arbeitsbedingungen. Die Aktuelle Stunde gibt mir noch einmal die Gelegenheit,
über die Finanzierung und Zuständigkeiten des Landes zu sprechen, gerade wenn es um Personal- und Arbeitsbedingungen geht. Selbstredend müssen Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten, aber die Gewinnorientierung ist der falsche Weg. Investitionen, die nicht durch das Land zur Verfügung gestellt werden, zwingen Krankenhäuser dazu, Gewinne zu generieren. Das gelingt oftmals über Stellenreduktion, vermehrt teure operative Maßnahmen oder Outsourcing. Warum wiederhole ich mich da? Weil das für Beschäftigte heißt, Überstunden bis zum Umfallen, regelhaftes Einspringen aus dem gesetzlich verankerten Frei, Urlaubsverschiebungen, weil Kollegen erkrankt sind, keine Aus- und Weiterbildung, weil die Zeit fehlt. Zeit fehlt auch, sich um die Bedürfnisse der Patienten zu kümmern. Wenn gerade einmal Zeit für die notwendigsten, unverzichtbarsten Tätigkeiten überhaupt noch da ist, muss oder müssen wir doch alle wachgerüttelt sein, meine Damen und Herren. Die Beschäftigten haben das Recht, auf die Straße zu gehen, so auch heute am UKGM. Hoher Arbeitsdruck, fehlende Erholung, das Wissen in diesem Beruf, nicht die Rente zu erreichen und die fehlende Wertschätzung der so wertvollen und wichtigen Arbeit, das darf nicht so bleiben, denn das begünstigt, dass Menschen aus diesem Beruf gehen oder ihn erst gar nicht erwählen. Wie es dem Personal in Kliniken geht, da empfehle ich den Spiegel vom 8.4.2022. Da sind Protokolle abgebildet von den schlimmsten Schichten in dem Arbeitsalltag von Beschäftigten. Auch ich bekomme immer wieder solche Berichte geschildert. Ich hatte heute Frühschicht, Notfallambulanz. Ich war allein mit einem ärztlichen Berufsanfänger. Ab 11 Uhr gaben sich mehrere RTW- und Notfall-Einsatzfahrzeuge die Türklinke in die Hand. 4 Ambulanzplätze belegt. Brustschmerz, Thrombose, Dialysepatient, Luftnot im Liegen und es kamen weitere. Zufällig sah ich einen Patienten am Boden kauern. Irgendwie waren seine Hände blau. Ich sprach ihn an. Ich rüttelte ihn, ohne Ergebnis, drehte ihn auf den Rücken. Er war leblos. Zum Glück waren gerade 2 Ärzte in der zentralen Notaufnahme. Ich reanimierte den jungen Patienten über 2-3 Minuten, dann setzte Spontanatmung ein. 2 glückliche Zufälle kamen zusammen. Der zufällige Blick in das Einzelzimmer und der Umstand, dass mir Reanimation nach so vielen Jahren quasi in Fleisch und Blut übergegangen sind. Fazit: Personalmangel kann und wird irgendwann töten, so eine Pflegekraft. Der Überlebensdruck der Krankenhäuser hat in den letzten Jahren derart zugenommen, dass das Personal, das an Personal und guten Arbeitsbedingungen gespart wird. Das, meine Damen und Herren, ist fatal und hat zur Konsequenz, dass immer mehr Menschen den Beruf verlassen. Personalmangel, so die Pflegekraft, ich möchte es noch einmal wiederholen, kann oder wird irgendwann töten. Das dürfen Sie nicht zulassen. Und deswegen fordere ich auch heute zwingend gute Arbeitsbedingungen. Und ich erinnere auch erneut daran, dass Investitionen weiter erhöht werden müssen und an unseren Vorschlag zu Personalmindeststandards, um patientenorientiert Personal auf Stationen einsetzen zu können. Das Land kann hier aktiv werden. Das würde allen guttun, den Beschäftigten, den Patienten und schließlich uns allen. Denn Gesundheitsvorsorge, meine Damen und Herren, ist Daseinsvorsorge. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr, Daniel. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!
Ich kann mich insofern den Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen, dass ich auch betonen möchte, dass die Pflegekräfte an unseren Krankenhäusern insgesamt und damit auch am Universitätsklinikum Frankfurt eine unschätzbar wichtige Arbeit für die gesamte Gesellschaft leisten. Das unter teilweise schwierigen Arbeitsbedingungen, die durch die Pandemie auch nicht leichter geworden sind. Und von daher wissen wir, es geht nicht ohne die Pflegekräfte. Unsere Krankenversorgung in den Krankenhäusern am Universitätsklinikum Frankfurt, an den anderen Unikliniken, es geht nicht ohne die Pflegekräfte, ohne ihre unermüdliche Arbeit. Und dafür sagt, glaube ich, der Landtag heute insgesamt Danke für ihre hervorragende Arbeit. Und diese Koalition hat ihre Wertschätzung für die Arbeit der Pflegekräfte am Universitätsklinikum Frankfurt in der Vergangenheit schon nicht nur bei Lippenbekenntnissen belassen, sondern in konkrete Politik umgemünzt. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal festhalten, die antragstellende Fraktion hat zum Universitätsklinikum Frankfurt bedauerlich wenig gesagt. Der einzige der Vorredner, der sich wirklich intensiv mit befasst hat, war ein Redner der Koalition, Kollege Dr. Bartelt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich möchte gerne auch die Gelegenheit nutzen, hier auf das UKF noch einmal näher einzugehen. Wir haben uns schon in der Vergangenheit uns dem besonders gewidmet, als wir zum Beispiel gesagt haben, in dem Konflikt braucht es eine eigene Pflegedirektion, haben wir als Politik gesagt, ja, da wollen wir auf jeden Fall weiter dran festhalten. Als es um den Konflikt ging, wird das Landesticket auf das UKF, auf die UKF-Beschäftigten übergetragen, haben wir gesagt, ja, das wollen wir auch freiwillig übertragen. Also da haben wir schon in der Vergangenheit gesagt, dass wir die Beschäftigten sehr wertschätzen, dass wir konkrete Politik ummünzen. Und das werden wir auch in dieser Wahlperiode weitermachen und machen wir weiter. Und das möchte ich in näherem noch einmal ausführen. Denn die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig die Gesundheitsversorgung ist, insbesondere an den Universitätskliniken. Das UKF hat sich hier besonders hervorgetan. Und die Äußerungen der Partei Die Linke von heute Morgen zeigt vor allem, dass sich die Fraktion nicht wirklich informiert hat, was gerade Sachstand ist. Denn die Frage eines Entlastungstarifvertrages, werte Kolleginnen und Kollegen, ist gar nicht etwas, was politisch strittig ist, auf jeden Fall nicht zwischen den Tarifparteien. Die Gespräche hierzu laufen schon. Und es wundert mich, dass Sie das nicht wissen. Denn wenn man sich einmal informiert, wo das Konflikt herläuft, dann kommt man zu einem Artikel einer Veröffentlichung, die ich eher selten lese, aber da kommt man durchs Internet zu, nämlich eine Veröffentlichung der Jungen Welt, die ja so eher bei Ihrem Klientel gelesen wird. Und dort wird berichtet über die Tarifauseinandersetzung in Bonn, wo dann darauf Bezug genommen wird. Gleichen Tags verhandelte die Uniklinik Frankfurt am Main mit Verdi bereits in der ersten Runde Eckpunkte für einen entsprechenden Tarifvertrag, die über die Angebote der Klinikvorstände im Nachbarland weit hinausgingen. Also so die Wertung, sage ich mal, des Zentralorgans der Jungen Linken, die also mit uns jetzt ja wenig zu tun haben. Das sollte Ihnen doch zeigen, dass Sie hier vollkommen falsch liegen. Das wollte ich jetzt nicht empfehlen, lieber Kollege, sondern ich wollte darauf hinweisen, dass auch wenn das UKF in öffentlicher Trägerschaft ist, wir hier an dieser Stelle keine Tarifverhandlungen führen können. Und auch wenn wir uns hier einig sind, dass ein Entlastungstarifvertrag ein wichtiger Bestandteil sein ist, werden wir hier nicht aushandeln. Und von daher glaube ich, haben Sie sich heute Morgen nicht an die Spitze einer Bewegung gestellt, sondern ich glaube, dass Ihr Redebeitrag eher, glaube ich, zu Befremden führen wird bei denen, die Sie eigentlich vertreten wollen. Für uns ist klar, wir haben eine angespannte Situation auf dem Pflegearbeitsmarkt. Wir haben sie bundesweit, darauf ist auch schon eingegangen worden. Frau Kollegin Dr. Sommer hat das ja auch zugegeben. Vielleicht dann auch ein Thema, dem wir uns bundesweit widmen sollten. Aber die Landesregierung hat sich in dem Bereich, wo sie selber tätig ist, und da ist das UKF auf jeden Fall ein gutes Beispiel für, sehr intensiv darum gekümmert. Ein Entlastungstarifvertrag ist ein möglicher Baustein dazu. Aber es gibt noch viel mehr. Und es ist schade, dass DIE LINKE Anfragen stellt und dann anscheinend nicht zur Kenntnis liest. Wenn Sie sich einmal die Drucksache 6477 anschaut, das sind diese beiden Seiten, steht da aufgelistet, was die Landesregierung alles unternimmt, um das Recruiting im Bereich der Pflegekräfte voranzubringen. Das nimmt sich doch sehr schmal aus gegenüber dem, was Sie uns heute hier zur Verfügung stellen an Allgemeinplätzen. Das zeigt schon vom Volumen her, wer hier arbeitet und wer sich nicht richtig vorbereitet hat.
Von daher lassen Sie mich zum Abschluss sagen, die Arbeit der Pflegekräfte am UKF ist für uns von unschätzbarem Wert. Und wir sind Ihnen zu großem Dank verbunden. Und wir werden alle politischen Maßnahmen ergreifen, um den Fachkräftebedarf zu sichern, die Arbeitssituation der Pflegekräfte im UKF weiter zu verbessern. Ein Entlastungstarifvertrag ist eine Möglichkeit, die wir dazu in Betracht ziehen und weiter verhandeln wollen. Aber wir tun auch noch viel mehr. Und von daher sagen wir, wir stehen an der Seite der Beschäftigten am UKF und werden ihre Situation kontinuierlich weiter verbessern. Vielen Dank, Kollege May. Frau Dorn. Jetzt hat die Kollegin Dorn, die Staatsministerin Dorn, Angela, das Wort. Bitte sehr. Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Beschäftigten an allen hessischen Universitätskliniken und allen Krankenhäusern erbringen enorme Leistungen. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren, ich würde sagen, Übermenschliches geleistet und tun dies noch immer. Denn die Corona-Pandemie, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie führen nach wie vor zu erhöhten Patientenzahlen, und das bei gleichzeitig hoher Inzidenz. Deswegen möchte ich auch ich an dieser Stelle, wie es einige vor mir getan haben, den ausdrücklichen Dank an dieser Stelle nennen. Denn ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in diesen Zeiten diese wertvolle Arbeit auch würdigen. Und mir ist auch wichtig zu sagen, der Dank gilt tatsächlich auch allen, ausdrücklich allen Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Denn alle Berufsgruppen sorgen am Ende dafür, dass die Universitätsmedizin in ihrer engen Verschränkung gelingt. Und ich möchte auch dazu sagen, Herr Abg. Bartelt hat es auch gerade noch einmal erwähnt, ich war auch selbst vor Ort, ich habe mir auch selbst mit den Beschäftigten gesprochen. Das waren natürlich keine einfachen Gespräche, wie könnte es auch anders sein, aber mir ist auch wichtig, tatsächlich direkt auch zu hören, wie aktuell die Lage ist, und ich werde dies auch weiterhin tun. Ein nächster Termin ist auch schon anvisiert. Und gleichzeitig gilt auch, und auch da möchte ich sozusagen auch noch einmal auf die Zahlen verweisen. Der Abg. May hat auf die Kleine Anfrage auch verwiesen. Wir haben ja auch schon eine Menge zugeliefert. Alle mir bekannten Zahlen zeigen, die größte Herausforderung, und hier reden wir über eine bundesweite Herausforderung, ist die Nachbesetzung von offenen Stellen. Alle hessischen Universitätskliniken kämpfen derzeit mit einem Personalmangel. Auch bundesweit ist dies der Fall. Der Arbeitsmarkt für Pflegeberufe ist bundesweit extrem angespannt. Das gilt auch für ganz normale Krankenhäuser. Deswegen gibt es einen Riesenwettbewerb zwischen den Kliniken. Und natürlich gerade im Ballungsraum mit verschiedenen Angeboten ist der ganz besonders hoch. Insofern gibt es einen Aspekt, Frau Abg. Deißer, den ich schon teile, nämlich die Frage, dass es insgesamt einen Personalmangel gibt. Was ich aber an dieser Stelle für eine sehr mutige Schlussfolgerung, um das gelinde zu sagen, halte, ist, dass Sie sagen, aus einer ähnlichen Relation an der Frage von Personalsuche, dass Sie damit auf die gleichen Arbeitsbedingungen an einem öffentlichen Universitätsklinikum in Frankfurt schließen und im Uniklinikum Gießen-Marburg, ist für eine Marburger Abgeordnete ein wirklich mutige Schlussfolgerung, und gerade angesichts der Herausforderungen, die wir aktuell haben, dass das Zukunftspapier von Seiten von Rhön gekündigt worden ist und die Beschäftigten aktuell in einer Situation sind, dass sie um ihre Arbeitsplätze bangen, finde ich das tatsächlich eine Bemerkung gewesen, die ich sehr schwierig erachte. Das Universitätsklinikum Frankfurt arbeitet intensiv an seiner Attraktivität als Arbeitgeber. Das Ziel ist, die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass die Fachkräfte nicht nur gerne an das Uniklinikum Frankfurt kommen, sondern auch dort dauerhaft bleiben. Ich bin dankbar dem Kollegen Abg. Daniel May, Abg. Bartelt, dass Sie schon einige Maßnahmen angesprochen haben. Da kann ich mich sozusagen auch noch auf wenige weitere beschränken. Es geht um mittelfristige, es geht um kurzfristige Maßnahmen. Mittelfristig geht es natürlich auch um die Veränderung der Berufsbilder. Hier reden wir auch über eine Akademisierung und Teilakademisierung von Gesundheitsberufen. Bei den Hebammenwissenschaften, auch bei der Medizintechnik, kooperiert das Klinikum mit den hessischen Hochschulen sehr erfolgreich. Zurzeit laufen außerdem mit der Frankfurt University of Applied Sciences nach den Hebammenwissenschaften, jetzt auch zu dem Thema Pflegewissenschaften, die Gespräche, das zu kooperieren. Auch das halte ich für absolut zielführend und richtig. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir sind gerade, der Klinikvorstand und der Aufsichtsrat, haben uns auf den Weg gemacht,
den Gesundheitscampus Universitätsmedizin Frankfurt-Rhein-Main auf den Weg zu bringen. Das ist eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Schritte. In unmittelbarer Nähe des Klinikgeländes nimmt das jetzt Gestalt an. Um was geht es? Hier werden die künftigen medizinischen Fachkräfte auf höchstem akademischen Niveau ausgebildet, weitergebildet, fortgebildet. Und das ist tatsächlich hessenweit einzigartig, und das ist auch bundesweit vorbildhaft, unter einem Dach die verschiedenen Berufsgruppen zu vernetzen, zusammenzutun, aus- und fortzubilden mit allen Bereichen, die die Universitätsmedizin zu bilden hat. Das ist hochattraktiv, und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, auf dem wir uns da mittelfristig jetzt auch auftun. Und ganz besonders erfreulich finde ich, das Universitätsklinikum Frankfurt hat die Ausbildungszahlen zum Beispiel bei den für Operationen wichtigen Assistenzberufen gesteigert, bei den Pflegekräften gesteigert. Insofern geht es genau darum, diesen eigenen Fachkräftebedarf langfristig selbst zu decken. Und jetzt das Thema Entlastungstarifvertrag. Natürlich ist auch dieser für das UKF von zentraler Bedeutung. Die Gespräche zwischen Vorständen und Gewerkschaften laufen seit Ende letzten Jahres. Sie wurden auch angestoßen vom Vorstand, weil ihnen es sehr wichtig war, hier sofort in einen guten Dialogprozess zu gehen. Der Vorstand hat immer klargemacht, dass sie das gleiche Ziel haben. Das Ziel sind gesunde, motivierte, leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit guten Arbeitsbedingungen, mit guten Ausbildungsbedingungen. Und natürlich haben Tarifparteien auf diesem Weg, auf diesem Prozess, auf dieser Diskussion unterschiedliche Wege und unterschiedliche Vorschläge. Das ist völlig normal. Diese Gespräche laufen. Sie werden weitergehen. Aber, und das ist mir sehr wichtig, auch zu betonen, wie es auch schon Herr Abg. May und Herr Abg. Bartelt getan haben an dieser Stelle und Herr Abg. Deißler auch, das ist ein Thema, das die Tarifparteien miteinander besprechen. Das ist im Rahmen der Tarifautonomie zu sehen. Und hier werden wir unserer Aufgabe nicht gerecht, indem wir uns da einmischen, wie Sie es gerne gerade vorgeschlagen haben. Und ich möchte auch deutlich machen, dass nach meiner Wahrnehmung der Klinikvorstand große Anstrengungen gerade tätigt, um zu gemeinsamen und guten Lösungen zu kommen. Und wir sollten uns aber tatsächlich auf unsere Themen konzentrieren. Und ein wesentliches Problem, und da möchte ich den Ministerpräsidenten ganz ausdrücklich unterstützen, der das ja auch in seiner Regierungserklärung hier noch einmal genannt hat. Wir brauchen endlich eine angemessene Finanzierung der Universitätskliniker. Es kann nicht sein, dass im Krankenhausfinanzierungssystem es immer noch so ist, dass Universitätskliniker wie andere Krankenhäuser gleich behandelt werden. Sie haben eine ganz andere und stärkere Herausforderung aufgrund dieses Aufgabenverbunds von Lehre, Forschung und Krankenversorgung, aufgrund dessen, dass sie auch andere Krankheitsbilder mit ihrer wissenschaftlichen Expertise auch behandeln, aufgrund ihrer Vorsorgenotwendigkeit, aufgrund der Notwendigkeit, dass sie sich nicht spezialisieren auf gewisse Bereiche, sondern alles entsprechend vorhalten. Das heißt, das kostet. Frau Ministerin, der Kollege Dr. Wilken wollte Ihnen eine Frage stellen. Also macht's nachher. Ja, gut. Wir brauchen mehr Geld für medizinisches Gerät, für Bauten, für einen anderen Personalschlüssel. Und genau dafür setzen wir uns ein. Dafür habe ich mich in den Koalitionsverhandlungen eingesetzt. Es ist im Koalitionsvertrag verankert. Jetzt geht es darum, dass es auch wirklich so verwirklicht wird, dass es eine angemessene Vergütung der Universitätskliniker gibt. Das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem. Und mit dem müssen wir uns als Politik auseinandersetzen. Und dafür würde es sich lohnen, eine Aktuelle Stunde hier zu beantragen. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Beratung zu dieser Aktuellen Stunde. Jetzt haben wir den Antrag der Fraktion DIE LINKE, mehr Personal an der Uniklinik Frankfurt, Drucksache 20-8770. Der Antrag soll an den Wissenschaftsausschuss federführend mitberatend den Sozialpolitischen Ausschuss. Das trifft allgemeine Zustimmung und große Freude. Dann ist das so getan.